Ja, herzlichen Dank. Was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist O-Ton, was ein Kunde zu uns mal gesagt hat, als wir gesagt haben, wir möchten Open-Source-Anwendungen für ihn implementieren. Da ist natürlich die Philosophie drin, die ich heute und gestern auch in anderen Vorträgen gehört habe, was man bei vielen Unternehmen hört, dass man eigentlich lieber gerne mit großen Softwarekonzernen zusammenarbeitet, weil dort man einfach einen Partner hat, von dem man sicher ist, dass er noch in 10 Jahren da ist, wenn man dann vielleicht immer noch Probleme mit seiner Software hat und eben nicht mit irgendwelchen Entwicklergrüppchen, die sich dann sonst so in der Welt verteilt haben. Dieses Vorurteil, wie gesagt, das gibt es immer noch in vielen Großunternehmen und hat auch in manchen Punkten, denken wir, leider immer noch eine Berechtigung. Das Thema ist ja eigentlich auch, oder von dieser Vortragsreihe, Open Source im Jahre 2020. Und wir haben halt überlegt, wie kann man eigentlich in die Zukunft gucken. Und da haben wir gesagt, wir fangen mal an einer Stelle an, um zu sagen, was ist eigentlich so nochmal die Formaldefinition von Open Source gewesen? Oder was ist die Formaldefinition? Und haben gesagt, okay, von dem Punkt ausgehen, was heißt das eigentlich? Und die Open Source Initiative hat das ja mal definiert als Quelltext oder Source Code, der in einer menschenverständlichen Form vorliegt, den man beliebig kopieren, verbreiten und nutzen darf und eben der auch in veränderter Form, den man verändern darf und den man auch entsprechend weitergeben darf. Das ist ja eine sehr formale Definition, erstmal reinbezogen auf die Software und sagt noch nicht viel daraus, wieso eigentlich in den letzten 1, 2, 3, 4 Jahren Open Source so einen immensen Schub nach vorne bekommen hat. Ich sage jetzt extra in den kurzen Zeitraum, natürlich gibt es das schon viel länger, werde ich noch darauf eingehen, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in Unternehmen, spielt Open Source erst seit einigen Jahren wirklich eine ernstzunehmende Rolle, neben anderem. Die eigentliche Relevanz von Open Source ergibt sich aber aus etwas ganz anderem, weniger jetzt aus dem Code, sondern wirklich daraus, dass man einem Unternehmen auch verkaufen kann, dass Open Source Anwendungen unabhängig sind von einzelnen Anbietern. Man hat diesen Vendor Lock-in nicht so weit. Es gibt viele Anbieter, die versuchen, das immer noch zu generieren. Und auch der Produktlebenszyklus ist unabhängig mal von einem konkreten Hersteller. Wenn ein Unternehmen das nicht mehr machen möchte, Open Source, dann kann ein anderer das übernehmen und weiterführen. Wir selbst machen das auch mit einem etwas größeren Projekt, wo wir sozusagen einen Fork mit begleiten. Ständige Überprüfung des Codes, das denken wir, ist auch ein ganz zentraler Punkt. Eben durch Entwicklergemeinschaft, jeder kann einfach reingucken und die Erfahrung zeigt auch, es wird dann eben auch reingeguckt und man findet dann eben auch entsprechend im Zweifel die Fehler und kann eben Sicherheit feststellen. Die flexiblen Anpassungen hatte ich eben schon erwähnt, keine Lizenzkosten, das ist natürlich ein Argument, wo jedes Unternehmen immer sofort hellhörig wird. Wie gesagt, auf der anderen Seite sagt ein Unternehmen, wenn ich eine IBM habe, die dann dahinter steht, dann bin ich auch gern bereit dafür, viel Geld hinzulegen, denn da weiß ich eben, die gibt es später noch. Open Source ist in der Regel frei. Open und frei ist ja nicht das Gleiche, wie wir alle wissen. Frei heißt eben keine Einschränkung in der Benutzung, mehr oder weniger. Ja, also mehr oder weniger frei, da gibt es natürlich noch graduelle Unterschiede. Ich will jetzt aber nicht so sehr in die philosophische Diskussion da einsteigen. Nachteile ist in der Regel schon immer noch zu sehen, die Entwicklung, und das ist auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben, hinkt einem kommerziellen Produkt in Teilen immer noch etwas hinterher. Ja, es gibt sehr innovative Open-Source-Projekte, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber in manchen Bereichen, eine wäre für mich zum Beispiel Spracherkennung, da muss man einfach zugestehen, kommerzielle Produkte, die also nicht als Open-Source freigegeben werden, sind immer noch etwas vorweg. Und das gilt für spezielle Bereiche eigentlich an sehr, sehr vielen Ecken und Enden. Die Dokumentation, und das können wir leider, ich meine, das auch in vielen Stellen gesehen, sie ist in vielen Teilen schlecht. Und schlecht heißt an der Stelle, sie tut nicht das, was ein Endanwender letzten Endes haben möchte, nämlich ihm eine leichte und sanfte Einführung zu geben. RTFM sehe ich immer noch auf T-Shirts, auch auf dieser Messe. Das ist natürlich eine Attitude, die kann man sich in solchen Gruppen leisten, aber ein Endanwender, der sagt, hey, ich bin auch bereit, Geld auszugeben, aber ich hätte hier gerne eine gescheite Einführung. Das ist deutlich besser geworden, aber es ist immer noch ein Thema und das ist auch ein Vorurteil, was eben in vielen Teilen noch in Unternehmen vorhanden ist und wir beobachten das ganz klar. Und dann last but not least wiederum, wieso will jemand einen großen Konzern im Hintergrund haben? Ich habe einen Verantwortlichen. Ein Unternehmen ist verantwortlich dafür, mir eine Lösung bereitzustellen für mein Problem. Und dann ist gut. Und nicht irgendwie ein Haufen, der eben aus meiner Sicht als Unternehmen im Zweifel erstmal nicht wirklich organisiert ist.
So, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, wie geht das jetzt eigentlich weiter in das Jahr 2020? Und wir haben versucht, nochmal zu verstehen, wie sieht eigentlich das Umsystem, das Ökosystem aus? Wir haben da mal bei der IDC eine Studie gesehen und gesagt, ich habe das versucht, mal so ein bisschen einzuteilen, wen gibt es da eigentlich? Da möchte ich im Folgenden nochmal ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen. Im Kern gibt es eigentlich immer ein Open-Source-Projekt, um das herum sich eine Corona von unterschiedlichen Interessenslagen, Gruppen bilden, die mehr oder weniger ausgeprägt sind. Das fängt an bei Systemhäusern, Projektassoziierten, dann den eigentlichen Endbenutzern, dann wiederum Vertriebspartner von IT-Unternehmen und dann auch Projektpartner, die alle unterschiedliche Interessen haben, wie sich dieses Ökosystem weiterentwickelt. Bei den Endanwendern ganz klar, das sind eben, waren früher mal eben vor allen Dingen private Endbenutzer, also you und me letzten Endes. Inzwischen eben sehr viele Firmen, hier mal ein paar, mit denen wir auch direkt zu tun haben. Im öffentlichen Sektor wird das Thema auch immer heißer diskutiert. München ist hier immer ein ganz klarer Vorreiter in dem Bereich. Ja, und dann die Anforderungen, die hier immer gestellt werden, sind natürlich die, die an sonstige Software auch gestellt werden. Die haben sich hier nochmal aufgeschrieben. Und wir sehen aber ganz klar, hier eben über die Zeit wird auch bei Endanwendern gerade durch verbesserte Benutzerführung, das ist eben der Endanwender, das ist jetzt nicht der Controller, der sagt, also wie sieht es eigentlich unterm Strich aus mit den Finanzen, sondern wirklich bei den Endanwendern, die Akzeptanz kann über die Zeit wachsen, aber das ist eben auch eine vertrauensbildende Maßnahme an der Stelle. Immer noch, ich wiederhole es nochmal, die nicht immer vorhandene Dokumentation. Bei den Systemhäusern, oh, jetzt habe ich das falsche Bild, sehe ich gerade, aber das ist, kann man trotzdem, glaube ich, nachvollziehen. Die Systemhäuser, wer ist das eigentlich? Das ist so jemand wie wir, ein verbindendes Glied zwischen den Open-Source-Projekten auf der einen Seite und dann eben Endanwendern. Was wir machen, ist, wir stellen das eigentlich zusammen zu einem für ein Unternehmen genießbares Portfolio. Und das fängt eben damit an, dass wir auch wirklich zum Kunden hingehen und sagen, was sind die fachlichen Anforderungen, um dann eben aufgrund eines Marktüberblicks zu sagen, was wäre hier eine mögliche geeignete Lösung. Wir sehen uns so ein bisschen als eine Vermittlerrolle. Wir selbst sind nicht diejenigen, die Software-Expertise haben in einem gewissen Bereich, in einem Open-Source-Projekt. Das könnten wir natürlich, aber wir machen es nicht, weil es nicht, wir sehen, wir haben kein Open-Source-Produkt bei uns, wo wir sagen würden, dafür sind wir die super Experten und wollen das, können das vorantreiben. Deswegen sagen wir gucken, was es gibt und unsere Erfahrung zeigt auch in den letzten Jahren, es ist unglaublich, wie viele Dinge eigentlich durch Open-Source abgebildet werden können. Und eigentlich bräuchte ein Unternehmen Closed-Source gar nicht mehr zu kaufen. Sie tun es trotzdem und wir sehen aber auch da eine Tendenz eben, wie gesagt, weg davon. Aber wir sehen auch ganz klar, also dieser Ansatz, also es gibt eine Konvergenz hin zu, also es wird irgendwann keine Trennung mehr geben. Wir glauben eigentlich, dass in einigen Jahren, das werde ich später nochmal ein bisschen detaillieren, 80% von Software wird Open Source sein. Das Argument dazu ist, sehen wir eigentlich auch, wenn man noch ein bisschen weitergeht, die Entwicklergemeinde überspringe ich jetzt mal, auch aus Zeitgründen ein bisschen. Vielleicht diesen Punkt noch, bevor ich das sage. Es gibt zwei Arten eigentlich, wie Open-Source-Projekte sich entwickeln. Und da sehen wir auch ganz klar einen Trend in die Zukunft. Es hat sehr, sehr viele Open-Source-Projekte gegeben, wo eben die Entwicklergemeinde sehr verstreut war. Und auch das Problem gesehen haben, dass man eben nicht einen einheitlichen Ansprechpartner nach außen bietet. Und als im Beispiel Apache haben wir gesehen, da hat sich dann ja auch relativ schnell schon vor vielen Jahren die Apache Foundation gegründet, als Organisation, die letzten Endes nach außen hin eben die Wahrung der Rechte erstens mal sicherstellt, rein formal. Das ist eine juristische Einheit, mit der man eben auch agieren kann, aber die auch die Weiterentwicklung bis zum gewissen Grad eben als Organisation sicherstellen kann. Da ist also aus dem Open-Source-Projekt heraus eigentlich eine Organisation entstanden. Den umgekehrten Weg haben wir gesehen bei der Deutschen Post, die einen SOAS-Stack entwickelt haben intern, und da eben den als Open Source jetzt auch komplett herausgegeben haben. Und das ist eigentlich umgekehrt, dass man sagt, also das war bisher eben sehr, sehr eng in einem Unternehmen eingesetzt und das bietet eigentlich Potenzial für mehr. Und da kann sich dann darum wiederum eine Community bilden, auch von Interessenten, die das weiterentwickeln, von interessierten Unternehmen. Anyway, in beide Richtungen, bei erfolgreichen großen Open Source Projekten sehen wir eigentlich den Trend dahin, sich in irgendeiner Form ja, wie sagt man das so schön, korporalisieren, keine Ahnung, auf jeden Fall eine Organisation zu finden, irgendwie eine Organisation zu finden, die als ernstzunehmender Ansprechpartner auch für Unternehmen dasteht, was eben über eine Einzelperson hinausgeht. Also diesen Trend, und das glauben wir, das wird sich bis 2020 ganz stark fortsetzen. Wir sehen es bei Eclipse, wir sehen es bei KDE, wo es einen Verein gibt, bei GNOME ist das ganz das Gleiche. Und das sind eben solche Arten von Organisationen, die letzten Endes dann auch immer mehr in der öffentlichen Wahrnehmung für Open Source stehen.
das eigentliche Open-Source-Projekt, das sind natürlich ganz klar die Entwickler, die Kernentwickler und auch die Leute, die eben mit dazu zu dem Kernteam gehören, deren Aufgaben sehen wir oder auch sah diese Studie, die wir gesehen haben, ganz klar im Projekt- und Release-Management, in der Architektur, wie soll diese Anwendung aussehen, Qualitätssicherung, Dokumentation. Und die Motivation, warum macht man bei so einem Projekt mit, ist ganz klar, es macht Spaß, es ist eine spannende Aufgabe, es sind tolle Dinge, die ich hier machen kann. Dann vielleicht eben auch, wenn es eher vom Unternehmen kommt, Bedarf nach hochwertiger Software, die man entwickelt hat und rausgibt. Und manchmal eben auch ein wirtschaftliches Interesse, was eben dahinter steht, dass man entsprechend auch in solchen Projekten sich engagiert. Damit, das war das, worauf ich gerade hinaus wollte, die wachsende Bedeutung von Open Source. Wo hat es eigentlich mal angefangen in der Vergangenheit? Und das war eigentlich mal für Leute von ganz früher, wo man eben um Betriebssystem herum angefangen hat, Software herauszugeben oder frei verfügbar zu machen und wo sich dann als auf der untersten Ebene, sage ich mal, Betriebssysteme entwickelt haben. Und von dort ausgehend haben wir dann einen ganz klaren Trend in immer komplexere und weiter aufgefächerte Anwendungshorizonte. Das geht weiter über Entwicklungstools, dann eben in die Datenbanktechnologie. Webtechnologie war ja vor einigen Jahren eben, als es noch ganz neu war, heute ist es ja ein alter Hut, aber auch ganz klar mitgeprägt und dominiert von Open-Source-Anwendungen. Das geht aber auch weiter in immer komplexere und aufgefächerte Anwendungsbereiche, bis ich eben dann bei ERP-Systemen bin, was ja schon sehr speziell ist für ein Unternehmen in gewissen Bereich, bis hin zu OpenMoko als Plattform für mobile Anwendungen, was aber auch wiederum ein sehr, sehr spezieller Bereich ist. Und diese Auffächerung in unterschiedliche Bereiche Lebensbereiche zeigt eigentlich auch, dass Open Source wegkommt, auch von dieser sehr, sehr technischen Ebene in immer mehr Ebenen, wo Anwender sitzen, wo einfach die Fachlichkeit eine wesentlich größere Rolle spielt als die Technik jetzt auf Betriebssystemebene. Hier oben reden wir über ganz andere Probleme als hier. Da reden wir wirklich darüber, wie sieht die Fachlichkeit aus, wie kann ich Kommunikation sicherstellen. Hier rede ich immer noch darüber, wie kriege ich überhaupt mein Linux-System zum Laufen. Ja, also das sind also schon eine deutliche Entwicklung, die wir gesehen haben, dass man also immer mehr in diese Richtung kommt. Und bei der Gelegenheit ist es schon so, dass hier unten auch immer mehr in der Wahrnehmung diese Software als Commodity gesehen wird. Commodity heißt ja eigentlich, es ist ein allgemeines oder ein relativ leicht verfügbares Gut. Wasser wäre eine Commodity. Ja, und Wasser sozusagen, das kann man trotzdem wunderbar verkaufen. Ja, es gibt immer noch genügend Abfüllfirmen, die eben Wasser in Flaschen füllen, obwohl wir es hier jederzeit aus dem Wasserhahn kriegen können und das auch für teuer Geld dann verkaufen. Bis hin zu 10 Euro die Flasche, habe ich schon mal gesehen. So, das ist hier ein Stück weit ähnlich, dass eben diese Arten von Software, diese Technologien als Commodity immer mehr wahrgenommen werden. Es ist nicht mehr Bleeding Edge, es ist nicht mehr das Neueste, es ist nicht mehr das super Top-Thema, wo ich gerade dran bin und das weiterentwickeln möchte. Aber es ist immer wichtig. Wasser braucht jeder Mensch. Und das gilt für alle diese Themen hier eigentlich genauso. Sie sind immer erforderlich. Aber man kann sich sozusagen inzwischen auch als Endanwender, sieht man im Zweifel gar nicht mehr, ist das jetzt ein Linux-System oder ist das ein BSD-System? Man nimmt es gar nicht mehr wahr als Endanwender im Zweifel. Das muss mir schon jemand explizit sagen. Schau mal hin. Ja, es ist insofern schon also auch eine Austauschbarkeit ein Stück weit da geworden aus Endanwendersicht. Jetzt möchte ich noch auf das Thema 2020 gehen. Was hat das damit eigentlich zu tun? Und wir haben gesagt, wir gucken uns das einfach mal auf der Zeitreise an. Heute sind ja die Olympischen Spiele zu Ende gegangen. Und wir sehen eigentlich dann, haben wir gesagt, okay, also bis 2020, da haben wir ja, das wäre dann die dritte Olympiade nach heute. Und wir haben mal gesagt, wir fangen mal. Projektion nach vorne ist immer schwierig. Also wenn man über die Zukunft Vorhersagen treffen will, das ist so eine Sache. Wir versuchen mal einen Trend zu kristallisieren, indem wir sagen, was ist eigentlich unser Erfahrungshorizont nach hinten gesehen. Und da sind wir zurückgegangen bis 1996 und versuchen mal die Entwicklungsschritte da so ein bisschen nachzuvollziehen, wie entwickelt sich Open Source bis eben 2020 nach vorne. Und haben uns einfach mal eingestiegen, wie gesagt, 1996. Ein paar Sportevents noch für diejenigen, die es miterlebt haben. Carlius hat eben da viele Goldmedaillen geholt. Ist inzwischen eigentlich Doping überführt worden? Weiß das jemand? Also, ist der des Dopings überführt worden? Oder weiß man nicht so genau. Ne? Was ich noch sehr genau weiß, ist eben Frank Busemann, der junge, frische Schlags eigentlich, wo man vorher immer 10 Kämpfer immer so Muskelbepackt gesehen hat. Und der war da ziemlich gut drauf. Das habe ich noch ziemlich deutlich vor Augen.
Was ich auch noch sehr deutlich vor Augen habe, ist, dass eben 1996 das Thema Internet sehr, sehr am Kommen war. Netscape Navigator 3 wurde eingeführt, das war ja sehr lange dann auch die Plattform eigentlich, mit der man im Internet gesurft ist. Der Internet Explorer 4, glaube ich, weiß ich nicht genau, ob der dann schon so, müsste auch um die Zeit rausgekommen sein. Apache war der meistgenutzte Webserver, Open Source Produkt. Computer wurden olympiafähig, also der erste Computer gewinnt hier gegen einen Menschen im Schach. Das ist natürlich auch so ein Meilenstein, denke ich mal, in der Entwicklung der Informatik gewesen, dass hier eben wirklich auch Aufgaben erfüllt werden, die in der Komplexität an das heranreichen, was manche Leute eben machen können. Ja, und auch das war ein sehr großer Schub. Der Linux im Kernel 2.0 wurde auch in 1996 bereits freigegeben. Jetzt sind wir bei 2.6, 28, 27, ich weiß gar nicht genau. Die Release-Nummern sagen da nicht immer etwas aus, wie lange das dauert, aber wenn man sich zurück erinnert, also wie lange es gedauert hat, bis Release 1 da war, wie schnell es dann relativ schnell es bis zu 2 ging. Das war aber dann ein Sprung, der vieles dann auch in die Wege geleitet hat innerhalb der Linux-Bewegung. Nach vorne weitere Entwicklung, wieder die sportlichen Events, relativ kurz. Michael Johnson immer noch dabei. So, und dann gibt es eben einen, der ist auch mal besonders langsam geschwommen und wurde dann trotzdem zum Star. Für mich das wichtigste Ereignis war eigentlich ein Non-Event. Was in den Jahren davor, und das habe ich in meinen ersten Berufsjahren dann noch fleißig miterleben dürfen, die Y2K, also Jahr 2000-Katastrophe, die eben uns angeblich droht und die Welt geht unter, sobald eben der Schalter umgelegt wird und wir Silvester feiern, dann gehen plötzlich alle Rechenzentren aus und die Krankenhäuser liegen plötzlich brach und die Welt funktioniert nicht mehr. Es ist ja genau gar nichts passiert. Aber so gar nichts, mehr weniger geht gar nicht. Das war unglaublich. Wir saßen alle da und haben gedacht, und. Nichts. Wirklich genau, nichts. Insofern, also kann man auch sagen, gut gelaufen, ne? Gut, dass wir vorher dran gearbeitet haben. Microsoft bringt Windows 2000 auf den Markt. Erste Release von Apache 2, wiederum ein Schub nach vorne. Und für die Open Source Bewegung interessant, AOL und Netscape. Eigentlich war es ja bis dahin so, dass Open Source immer Open Source war und AOL war eigentlich ein kommerzieller böser Geist, mit dem wollten wir nichts zu tun haben. Hier war es schon längst so, dass eben viele Unternehmen entdeckt haben, Open Source ist spannend für uns, wir kaufen uns da mal ein. Es gibt da eben große Communities, viele Leute dahinter, das könnte für uns ein interessantes Geschäft sein. AOL ist hier schon lange, ich weiß gar nicht genau wann, 98 oder so, das hat bei uns ins Zeitschema leider jetzt mit den 4er-Jahreszahlen nicht genau reingepasst, aber wir wollten es ja noch hier an der Stelle mal bringen, dass eben Kommerzialisierung von Open Source ganz klar schon angefangen hat. Auch um 2000 herum bietet offiziell IBM jetzt Unterstützung für Linux an. Bis dahin war das ja auch noch ein rotes Tuch. Die hatten ja immer noch gesagt, ja, also unser Betriebssystem eigentlich egal. Ansonsten lieber AIX oder irgendwelche anderen Systeme, die wir haben. Aber ansonsten kauft doch bei uns das Lotus-System und darauf kann man dann ohnehin arbeiten, ohne dass ihr mit Betriebssystemen in Berührung kommt. Dann hier ein bisschen die Kehrtwende. Wir machen jetzt auch auf Linux, ja, also Open Source, und wir finden das ganz toll. Und das wirkt natürlich bei den Schlipsträgern von IBM erstmal komisch. Ja, also wie passt das zusammen? Das war schon auch ein Kulturschock erst einmal für ein paar Leute, dass sich dann IBM da an der Stelle eingebracht hat. Ganz oben steht es nochmal ganz unscheinbar, die Dotcom-Blase erreicht auch in der 2000 ihren Höhepunkt. Ja, da haben natürlich dann auch ganz, ganz, ganz viele Leute entdeckt, das ist ja spannend, da kann man ja Geld verdienen. Das hat mit Open Source erstmal gar nichts zu tun, sondern erstmal wirklich nur mit, es war das Internet da. Wir können im Internet Geschäftsmodelle entwickeln, Geld verdienen, Businesspläne machen, mit ganz vielen Leuten reden, aber eigentlich haben wir keine Ahnung, was das auf der IT-Seite bedeutet. Und das ist ja eigentlich das auch mit ein Grund, warum das dann letzten Endes ja, ein Stück weit versandet ist, weil man gemerkt hat, also so einfach geht es dann vielleicht doch nicht. Ein schönes großes Projekt, Open Office, wird eben von Sonders Open Source freigegeben. Bis dahin Star Office, auch eine deutsche Gründung. Aber hier eben hat dann eben Sun gesagt, okay, Open Source scheint was dran zu sein. Also neben IBM schon der nächste Große, der gesagt hat, wir schieben das Thema mal weiter nach vorne. Das heißt also immer mehr kommerzielle Interessen auch im Open Source Bereich, die eben letzten Endes genau diesen einen Weg beschreiten, zu sagen, also entweder sogar kapern, also IBM versucht hier ein Stück weit Linux zu kapern, weil sie nicht angekommen sind gegen Microsoft. Und haben gesagt, okay, mal gucken, was wir in dem Bereich machen können. Und umgekehrt, auch einfach, wir versuchen eine Community aufzubauen, um ein bestehendes Softwareprodukt herum, damit wir eben auch diese Begeisterung und Dynamik, die eben im Open-Source-Bereich ist, ein Stück weit auffangen. Wobei, da muss man wiederum sagen, auch hier Open Office war zu dem Zeitpunkt ja keine Rocket Science.
Ja, es gab ja schon damals ein Microsoft Office, muss man ehrlichkeit halber sagen. Und aus Benutzersicht, Endanwendersicht, war das nicht so schlecht. Ich konnte das Wesentliche, was ich damit machen will, tun. Ja, na klar, wenn ich dann anfange, Makro zu programmieren oder große Dissertationen da einzuschreiben mit 500 Seiten und Bildern, dann wurde es immer kritisch. Das weiß jeder, der das mal versucht hat. Ja, aber alle anderen Benutzer, die letztes Mal ein Briefchen schreiben oder die Sekretärin, die hat gesagt, ich bin happy, ich kann damit umgehen. Das heißt also auch hier, das Open Office Nachentwicklung von also eigentlich, und das muss man der Ehrlichkeit halber zugeben, Open Source Projekte haben hier eben hinterher gehechelt ein Stück weit der Entwicklung im kommerziellen Bereich. Ich denke, sehr, sehr erfolgreich. Aber eben in ein Produkt, was letzten Endes jetzt wirklich nicht mehr was ganz Neues war. Also mein erstes Word-Verarbeitungsprogramm habe oder Office-Verarbeitungsprogramm, das habe ich benutzt 1987. Ja, da gab es das also schon ähnliche Dinge. Und auch eine integrierte Office-Suite gab es bei Lotus auch schon um die Kante rum. Lotus Symphony hieß das damals noch. Und das war, glaube ich, auch so die erste integrierte Gesamtanwendung, die Microsoft dann wieder erfolgreich kopiert hat. 2004. Die Zeit schreitet weiter voran. Birgit Fischer war neulich noch im Fernsehen zu sehen. Die hatte gewann da eben ihr achtes Gold im Kajak. Wir hatten einen schönen Dopingskandal mit einem Motorrad beteiligt. Und wir reden auch in 2004 schon ein Jahr lang den Konflikt SCO versus Linux. Und hier kommt also zum ersten Mal, denke ich, auch so richtig die rechtliche Problematik mit auf die Tagesordnung. Und bei dem Stichwort möchte ich noch eine Sache ansprechen, die vielleicht auch sehr interessant ist. Es gibt ja einen Lebensbereich, in dem wir leben, wo Open Source eigentlich gang und gäbe ist und wo man trotzdem mit die höchsten Tagessätze und Honorare zahlt. Das ist die Juristerei. Gesetze sind Open Source. Trotzdem verdienen Juristen mit am meisten Honorar. Geht doch. Könnte man meinen. Ja, also jeder kann die Gesetze nachlesen. Wofür brauche ich dann eigentlich noch Juristen? Ja, es ist eigentlich ein ganz ähnliches, könnte man jetzt mal die Analogie ziehen zu Open Source Software. Ja, wieso funktioniert das hier nicht auch? Wo ist da eigentlich das Problem? Die Gesetzgeber werden von der Öffentlichkeit bezahlt. Ah. Ein Stück weit ja, aber es gibt ja auch noch die Gerichte. Case Law im englischen Bereich insbesondere. Aber immer... Wie auch immer, also eigentlich kann jeder es nachlesen. Na klar gibt es natürlich dann einen Gesetzgeber, aber auch über, ansonsten ist es ja eigentlich alles öffentlich zugänglich. Wie auch immer, dieser Konflikt hier an der Stelle zeigt eigentlich, dass sich schon einige Leute bedroht fühlen durch Open Source und sagen, das macht eigentlich unser Geschäftsmodell kaputt, also da war es ja schon nicht mehr eine Bedrohung, sondern eigentlich ist SCO seitdem schon längst pleite, bis heute hat es immer noch keiner wirklich gemerkt, vielleicht merken sie es demnächst. Und das ist so ein bisschen eigentlich der Trend, dass das... Man, und da kommt eben dann auch so das Stichwort GPL, die es ja auch schon seit 1991 gibt. Also die GPL 2, glaube ich, wurde 1991 veröffentlicht. Und seitdem arbeiten wir eigentlich alles, was jetzt Open Source Expansion war, unter GPL 2. Die GPL 3, glaube ich, 2007. Kann mich jeder korrigieren. 2007 kam die dann heraus. Viele der großen Projekte sind alle eben, ja, großen Prozentsatz eben in der Welt von GPL 2 entstanden, möchte ich mal vorsichtig sagen. Es gibt natürlich noch viele andere Lizenzen. Mozilla sei hier auch beispielhaft erwähnt. Einfach die Auseinandersetzung immer mehr mit juristischen Aspekten. Das heißt also, die Notwendigkeit, sich in Open-Source-Projekten abzusichern. Und das ist wiederum ein Treiber dafür, dass eben Organisationen entstehen. Große Organisationen, also sowas wie eben die Mozilla Foundation, andere Vereine, die letzten Endes einfach auch die Rechte wahrnehmen gegenüber der Verwendung von Open Source entgegen dem Willen der eigentlichen ursprünglichen, der Urheber. Wir haben auch nochmal ein bisschen recherchiert und haben festgestellt, auch in diesem Jahr 2004, SAP Business One für den Mittelstand war schon auf dem Markt. Die Meldung könnte von gestern aus der Zeitung sein. Ja, das ist, versuchen seitdem versucht SAP in diesem Bereich voranzukommen. Kontrastiert dazu Sugar CRM, aus unserer Sicht mit das erfolgreichste CRM-Tool der letzten Jahre. Ist da auch schon erschienen und SAP behauptet von sich, sie sind eben hinter SAP, hinter Siebel damals Marktführer und erwarten innerhalb des nächsten Jahres in 2005 Marktführerschaft. Ja. Ist ja nicht eingetreten, sondern Open Source Produkte, würde ich jetzt mal behaupten an der Stelle, Sugar CRM und auch Salesforce hat ja mal einen Ansatz, Salesforce hatte mal angefangen auch in der Richtung, aber die haben es dann wieder zurückgedreht. Die Marktführerschaft liegt heute ganz woanders, aber nicht bei SAP. Und das hat auch einen Grund eben in Open Source zu suchen, unserer Analyse nach. Im gleichen Jahr wiederum Java in der Version 5.0 herausgekommen und 2.6
wird stabil, haben wir mal vorsichtig geschrieben, ich glaube Anfang 2000, oder im Dezember 2003 kam Linux mit Release 2.6 raus und wurde dann in den ersten Releases dann im Laufe des Jahres 2004 stabilisiert. Also für jemanden, der es genau nachliest, der wird uns da an der Stelle sagen können, na, wir wollen es aber hier reinpacken, weil es eben doch jetzt im Augenblick die aktuelle Kernel-Version ist, die aber auch schon seit 2004 in den entsprechenden Updates oder dann Sub-Releases 2.6, 27, hatten wir vorhin schon gesagt, bis heute dann aktuell geworden ist. Aktuell, wo sind wir heute? Michael Phelps gewinnt 8 Goldmedaillen, das fand ich ziemlich gut. Und das hätte ich nie geglaubt, dass ich das nochmal erlebe, dass nochmal jemand noch schneller sein kann als, wie hieß der Kanadier? Nee, Mark Spinnen, das ist Schwimmen. Ne? Ben Johnson, das ist der Kanadier, der eben da auch schon mal Weltrekord gelaufen ist und dann wurde es ihm sofort nachgewiesen. So, was haben wir noch in 2008? BTX ist 25 Jahre alt, man höre und staune. Und Open Source habe ich gerade auch vorhin gelesen, wird zur besten Open Source Software 2008 gewählt. In dem Fall von der Zeitschrift Chip. Da mag jetzt natürlich ein versierter Open Source Experte die Nase rümpfen. Aber man sollte nicht unterschätzen, welche Marktmacht Chip und Computerbild eben bei der breiten Masse der Endanwender dann doch wieder besitzt. Immer mehr Unternehmen setzen auf Virtualisierung. Das ist für uns das Stichwort des Jahres 2008. Virtualisierung allen Enden. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele verschiedene Varianten es davon gibt. Das zeigt wiederum auch den Trend. Es gibt viele verschiedene Varianten von Virtualisierung. Und es ist ein Stück weit, es war vor ein paar Jahren noch so, also eigentlich Bleeding Edge, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, also eine Technologie, die ganz vorne an der Front der Technik ist. Es wird immer mehr zu dem, was man Commodity nennt, also ein Allgemeingut. Das kann jeder, ja. In der einen oder anderen Variante. Es ist also nicht mehr sozusagen ein Forschungsneuland, sondern es ist eine Technologie, die da ist und von der jeder erwartet, dass sie auch eingesetzt wird. Google Android für Mobilgeräte, es geht also immer mehr auch in die Mobiltechnologie-Richtung. Ja, und generell eigentlich dieses Jahr, OpenMoko sei auch das Stichwort mal erwähnt, es gibt, war ja hier auf der Konferenz, glaube ich, ein Vortrag dazu, viele Open-Source-Infrastrukturprojekte für Mobile Devices legen eigentlich jetzt wichtige Releases vor und geben so richtig Gas. Wir sehen auch da einen Trend und da ist Open-Source auch mal wieder richtig innovativ mit an der Front, obwohl ich behaupten würde, es gibt immer noch ein paar Geheimniskrämer, die das lieber für sich behalten und erst ihr Häuschen selbst verdienen wollen, bevor sie es in 3 Jahren als Open-Source rausgeben. Auch das sehen wir ganz klar als Trend. Open-Source ist immer mit dabei, aber viele ganz klar super innovative Sachen werden erst einmal von einigen Leuten ausgeschlachtet und dann es geht ins Open-Source-Bereich über. Ja, das ist also auch so eine Tendenz, dass man immer hinterher rennt und die Innovation geht nach vorne weiter. Und damit wird immer mehr nach hinten heraus auch Commodity. So, jetzt kommen wir in den Blick in die Zukunft. Pair-Programming wird vielleicht olympisch und die Erfinder gewinnen da vielleicht auch die erste Goldmedaille. Wer weiß, könnte passieren. Es könnte aber auch sein, glauben wir, eben wenn man das jetzt mal von der Vergangenheit gesehen nach vorne projiziert, das GNU-Phone wird vielleicht dann auch endlich marktreif. Google bringt sein Home Automation Kit auf den Markt. Was ist das? Ja, ich meine, Google Maps haben wir ja schon. Da kann man jetzt eben irgendein Haus auf der Erde auswählen und kann da mal das Licht an- und ausschalten. Wer weiß. Die Technologie ist im Prinzip da. Es dauert nicht mehr lange, weil es geht. Oder gucken, ob der Kühlschrank voll ist. Ja? Also wir haben vielleicht ein Ferienhäuschen irgendwo und gucken mal rein, ist der Kühlschrank gefüllt? Ja oder nein? Kann man sich ja mal angucken. MDR-Methoden werden, denken wir, das ist jetzt also auch mal ernst zu nehmen, ein Stück weit, also auch die anderen Sachen, also wir glauben das schon, dass das so kommen könnte. MDR-Methoden werden im großen Stil eben in der Softwareentwicklung eingesetzt und auch auf Open-Source-Basis. MDR, Model Driven Architecture, soll heißen, man abstrahiert ein bisschen mehr von dem Coding in C++, Java oder was auch immer, sondern wirklich denkt in fachlichen Modellen. Und die Technologie ist dann da, dass von diesen fachlichen Modellen sehr schnell auch automatisiert mehr oder weniger Code generiert wird. Ein Traum, glaube ich, der in der Software Forschung seit 20, 30, 40 Jahren geträumt wird. Wir glauben aber, dass es da so langsam auch in die Richtung jetzt wirklich gehen könnte, weil viele Basisstrukturen da sind. Vielleicht wird es auch erst 2040 der Fall sein, wir wissen es nicht. Was wir aber schon auch sehen, ist, dass der erste massenhaft verbreitete Virus für Linux dann wirklich auch mal zuschlägt. Ja, also Proof of Concepts hat es gegeben. Wir schätzen, da wird es auch irgendwann mal einen geben, der schlägt zu. Nach 2016. Moderne Biathlon, Passwort-Cracking laufen. Wir glauben aber
auch, dass eben das WKA zum Beispiel die gesamte IT-Infrastruktur auf Open-Source-Lösungen umstellt. Warum? Weil einfach wirklich immer mehr transparent wird, dass es eben die Offenheit einen entscheidenden Vorteil bietet, nämlich genau im Sicherheitsbereich. Dass man eben in der Tat jederzeit nachvollziehen kann, wo ist im Zweifel was passiert. Und das wird, glauben wir, immer mehr im öffentlichen Bereich auch verpflichtend, was eben auch die Dokumentenstandards angeht, dass hier eben man im öffentlichen Bereich einfach sagt, also wir gehen jetzt mal wirklich auf Nummer sicher und sagen, also wir möchten jetzt dafür sorgen, allein aus diesen Überlegungen heraus, natürlich hat das immer auch was auch mit Abhängigkeiten zu tun, dass man eben hier in dem Bereich sagt, wir wollen auf der Basis wirklich sauber stehen. Der Internet Explorer 10 ist Marktanteil leider nur 25%, denn neben dem Firefox haben sich dann auch ein paar andere Projekte entwickelt. Mir wäre spontan nur Safari eingefallen, aber die benutzt auch die gleiche Rendering-Engine wie Firefox, glaube ich, oder? Nee, eine andere? Ach, ein Experte weiß mehr, besser Bescheid. Wir können auch ein paar andere auf jeden Fall geben und wir glauben, dass eben auch der Internet, also und das ist dann der nächste Punkt, es spielt gar keine Rolle mehr, welchen Browser ich nehme oder wie auch immer. Wir glauben auch ganz klar, mit Grid Computing Technologien wird sich bis 2016 durchsetzen, dass eigentlich die Frage, ist das der Client, ist das eine Desktop-Anwendung oder eine Web-Anwendung, die wird man einfach nicht mehr wirklich verstehen. Das ist im Wesentlichen das Gleiche, oder? Also wo ist der Unterschied? Ich habe einen Rechner, kann darauf arbeiten und ich muss nur noch online sein, wenn mir halt irgendwelche Daten fehlen oder Funktionalitäten. Also das ist, wird sozusagen, das wird aus unserer Sicht immer fließender. Google hat da gleich so eine schöne Technologie, ich kenne den Namen jetzt gerade nicht. Google Apps, ja genau. Also wo einfach sozusagen, oder ja, dass ich einfach Webanwendungen auch auf dem Laptop mit nach Hause nehmen kann, kann damit weiterarbeiten. Ja? Das sozusagen geht ja schon. Ja, wie heißt noch anders? Gears, glaube ich, ist das, ne? Google Gears. Also insofern, wir glauben, na, das wird sich auch ein Stück weit so durchsetzen. Das ist, wird einfach die Frage ist einfach nicht mehr, das ist nicht die interessante Frage. Ist das das ist eine Technologiefrage. Die spannende Frage ist, in welchem Realm oder in welchem Bereich darf ich eigentlich arbeiten? Wo habe ich Rechte, wo habe ich keine Rechte? Die Frage wird viel spannender. Ja, wenn ich Access Rights habe, wenn ich Zugriffsrechte habe auf Anwendungen, dann kann ich damit arbeiten. Wenn ich sie nicht habe, kann ich es halt nicht, dann bin ich ausgesperrt. Ja, und dann ist es eigentlich unerheblich, wie gesagt, ja, dann muss ich sozusagen mich online mal anmelden und von da an habe ich das Ding auf meinem Laptop und kann damit weiterarbeiten. Wir glauben auch, dass eben ERP-Systeme, und davon ist SAP einfach weltweit das größte bis dahin eigentlich eine Commodity in dem Sinne ist, das hat man einfach. Und dementsprechend sagt SAP, okay, wir geben das jetzt auch mal als Open Source frei, weil dann haben wir sozusagen auch eine Community für uns, die das weiterentwickelt. Und wir konzentrieren uns jetzt wirklich auf die spezielleren Sachen, weil das andere hat, wie gesagt, eigentlich ohnehin jeder und da können wir auch kein echtes Geld mehr verdienen. Wir verdienen unser Geld wirklich eben jetzt in den Spezialisierungen, in den Weiterentwicklungen, in den, wie gesagt, den 2-3 Jahren, die man eben immer vor Open Source voraus ist. So, und wie gesagt, je weiter man die Zukunft denkt, desto schwammiger wird der Blick. Die Olympiade wird virtuell eben im Open Source Reality Open Life ausgetragen. Und ein gewisser Thomas A. Anderson gewinnt die Goldmedaille im Marathonsurfen. Den habe ich glaube ich schon mehrfach erwähnt, 80% des gesamten Softwaremarkts verteilt sich auf Open Source Software. Es ist einfach Open Source. Es ist also nicht mehr wie heute noch ein Stück weit etwas Exotisches, etwas Besonderes, sondern es wird eben das Normale sein. Standardfunktionalität ist schlicht und ergreifend Open Source und hat Open Source zu sein. Und deckt auch eigentlich 80% der Funktionalitäten, die man so normalerweise in dem Bereich hat, ab. Die restlichen 20% sind eben dann speziellere Sachen für Mobile Devices, Embedded Systems in Spezialbereichen, irgendwelche PPS-Systeme, wo eben ein Optimierungsalgorithmus benutzt wird, den sonst kein Mensch irgendwie beurteilen kann. Und wo eben auch dann der Entwickler sagt, da möchte ich erstmal, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, mein Einfamilienhäuschen erstmal selbst verdient haben und dann tue ich wieder was Gutes für die Menschheit. Microsoft Office verwendet offene Dokumentenstandards. Wir glauben ja wirklich noch dran, dass sie es bis 2020 vielleicht schaffen. Und vielleicht eher eine Kleinigkeit, 70% aller E-Mails werden über Secure E-Mail verschickt und Secure E-Mail heißt Spam-Free Zone, kein Spam mehr. Vielleicht auch nur ein Wunschtraum von uns. Aber wir haben es mal vermutet, dass sie in diese Richtung die Entwicklung gehen könnte. Was heißt das für dieses Ökosystem im Jahr 2020? Wir glauben, dass hier in der Mitte diese Open-Source-Öko-Projekte weiterhin eben wachsen werden und eine immer größere Rolle einnehmen. Es wird aber eben viele Organisationen dazu geben und das ist das, was hier steht leider fälschlich Systemhaus, da müsste eigentlich eben eigentlich Open-Source-Projekthaus sein oder eben eine Firma, eine Organisation sein, die eben dazugehört.
echter Tippfehler oder Schreibfehler jetzt hier, da muss also was anderes stehen. Das sind eigentlich genau die Organisationen, die sich rund um Open-Source-Projekte bilden, wie eben eine schon erwähnte Mozilla Foundation oder Apache Foundation oder Eclipse.org, die als Organisationseinheit auch dastehen und die Rechte dieser Projekte letzten Endes vertreten. Also hier wird es immer noch so eine Art freie Zone geben, so einen Raum, wo sich Projekte entwickeln. Und dieses, was wir aber ganz klar glauben, ist, dass diese eben doch auch Systemhäuser, dass die eine sehr, sehr große Rolle spielen werden, weil nämlich der Weg vom Endanwender bis hin hier runter, der wird eigentlich immer enger. Also wir glauben, dass dieser Bereich hier in gewissem Sinne zusammenschrumpfen wird, denn es wird sich immer mehr verlagern, dass der Endanwender sagt, ich möchte meine Anwendung in meiner Anwendung nachdenken. BPMN ist ja auch so ein Stichwort, man modelliert seine Prozesse eben nur noch mal so eben am Flipchart, was ja zukünftig auch nur noch elektronisch ist, benutzt bereits direkt diese Sprache und dann daraus purzeln dann plötzlich alle Prozesse fertig und die Anwendung ist da. Ja, auch so ein schöner Traum. Wir glauben aber in der Tat, dass bis 2020 davon einiges realisiert wird, einiges nicht. Wir werden natürlich auch sehen, wo die Grenzen dann sind. Und dass ansonsten alle diese Teilnehmer hier weiterhin eine große Rolle spielen werden. Es wird immer noch assoziierte Projekte geben, die im gewissen Sinne, sagen wir mal, gerne mit dem zusammenarbeiten und man tauscht sich rege aus. Es wird auch wirklich echte Projektpartner geben, wo man sagt, wir machen mal wirklich was gemeinsam. Es wird diese Unternehmen geben, die sagen, wir integrieren das in Anwendungen. Es wird die wiederum werden entsprechende Partner haben und dann natürlich die Endbenutzer, die immer noch Spaß dran haben werden oder auch einfach die Erfordernis, 80% ist Open Source, alles Standard wird eigentlich Open Source sein. Reactos ist auch noch so ein schönes Windows XP Clone-Betriebssystem. Also meine Meinung wäre ja, Reactos müsste ich hinkriegen, bis zum Auslaufen des Servers von Windows XP die Funktionalitäten komplett zu übernehmen. Wer braucht dann noch Vista? Das wäre sozusagen ein Wunschtraum, den wir an der Stelle hätten. Ja, damit bin ich eigentlich schon, das hat sich jetzt hier ein bisschen doch verzogen von den Sachen am Ende. Das ist so ein bisschen die Vision, die wir sehen, wie sich Open Source bis zu 2020 weiterentwickelt. Wir glauben eben, Open Source wird bleiben. Es wird eigentlich bis 2020 der Standard sein, dass eben Open Source entwickelt wird, aber eben gewisse Spezialfunktionalitäten, die Spezialwissen erfordern, Closed Source erst einmal bleiben werden, bis sie sozusagen in das Allgemeinwissen übergegangen sind. So ist es ja in anderen Bereichen auch heute. Es gibt eben vieles, was ich in der Bibliothek nachlesen kann. Und es gibt manche Dinge, die kann ich eben nicht nachlesen, weil sie eben noch nicht in der Form veröffentlicht worden sind, weil jemand sie noch nicht veröffentlichen möchte. Und wir glauben, das wird auch in Zukunft ganz genauso weitergehen. Was heißt das für Softwarehäuser? Es ist eine Chance da, dass man eben in der Tat derjenige ist, der über sehr, sehr viele verschiedene Open-Source-Projekte hinweg als Integrator dastehen kann und daraus eben spezifische Lösungen für Unternehmen zusammenzustellen. Auf der einen Seite gibt es eben jemanden, der sagt, ich habe ganz klare fachliche Anwendungen. Auf der anderen Seite gibt es jemanden, der sagt, ich möchte mich gar nicht um den jetzt direkt kümmern, sondern ich möchte mich mit dem Thema XY softwaretechnisch genau beschäftigen. Und dazwischen gibt es einfach einen Gap und wir glauben, das wird auch da bleiben. Es wird vielleicht kleiner, es wird auch mal wieder größer, aber es wird grundsätzlich da bleiben. Und damit gibt es eben, und das ist das sozusagen die Lektion für uns aus dieser Analyse, weswegen wir sie auch mal gemacht haben, es wird eben die Chance geben, sich hier als Systemhaus zu profilieren und eben zu positionieren, indem man sagt, auf der einen Seite haben wir den Marktüberblick über das, was es gibt, auf der anderen Seite die Kompetenz im Kundenbereich und wir können das matchen. Wir sind froh, dass es Open Source gibt und wir hoffen auch, dass es das weiterhin geben wird und weiterentwickeln wird. Und wir sehen eigentlich auch, dass das in diesem Stil kommen wird. Es wird im Bereich Open Source einige große Projekte, Strukturen geben. Eclipse ist ein Beispiel dafür, wo wir eben sehen, dass sich sehr, sehr viele verschiedene Sachen unter diesem Hut letzten Endes versammeln. Und von dieser Art von Projekten wird es aus unserer Sicht 5, 6 geben, die eben zu solchen Themen herum sich kristallisieren. Und auch eben die treibende Kraft auch ein Stück weit für die dynamische Weiterentwicklung von Open Source geben werden. Und auch die finanzielle Unterstützung, dass man in dem Bereich sich weiterentwickeln kann. Und daneben wird es ganz, ganz, ganz viele kleine Projekte geben, die so ungefähr auch bei SourceForge gesammelt sind, wo eben jemand eine tolle Idee hat und wirklich innovativ was vorantreiben möchte. Und dann aber vielleicht auch dann irgendwann
irgendwo unter den Hut schlüpfen möchte, weil sozusagen er merkt, oh, jetzt brauche ich aber doch eine Unterstützung juristischer Art oder wie auch immer, um hier Rechte zu verteidigen. Ja, es wird also immer wieder neue solche Blasen, sage ich mal, oder nicht Blasen, das ist das falsche Wort, aber so Keime geben, die irgendwo aufgehen, die auch größer werden können, aber die eben dann sich, wie gesagt, neu wieder sortieren werden. Und wir glauben, es ist eben eine Chance, in der Richtung auch sehr, sehr dynamisch diese Entwicklung weiter zu begleiten und immer mehr eigentlich auch über die Fachlichkeit zu reden und auch ein Stück weit weniger über Technik. Unsere Erfahrung ist, Anwender wollen wenig über Technik reden, sondern über ihre eigenen Probleme. Und Open Source ist immer mehr auf dem Weg, eben genau das auch zu ermöglichen. Das war ungefähr das, was ich erzählen möchte. Herzlichen Dank. Ja, kann ich fragen, bitte. Eine Frage, haben Sie eine Vision für das Jahr 2020, wie die IT-Ausbildung in den Schulen aussehen könnte? Also heutzutage wird man ja noch von vielen Schulen das Microsoft. Schulen sind ein spannendes Thema. Es gibt da auch zwei ganz starke Entwicklungen, zumindest in Deutschland. Es gibt die öffentlichen Schulen, notorisch unter Geldknappheit leiden. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass auch Open Source ganz stark eingesetzt wird. Und daneben gibt es zumindest in den letzten Jahren in Deutschland ja die Entwicklung, dass immer mehr private Schulträger entstehen. Und was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet ja auch hier wieder eine Aufteilung von Bildungschancen. Das kann man politisch bewerten, wie man will, aber es ist nun mal so, es entstehen private Schulträger, die eine ganz andere finanzielle Ausstattung haben, aufgrund von Sponsorengeldern, und die das auch anders vorantreiben werden. Und hier ist es einfach eine Frage, auch der Vertriebsstrategie letzten Endes, kann man diesen privaten Schulträgern verkaufen, dass sie besser mit Open Source fahren, als eben mit Standard-Microsoft-Produkten. Ja, und das ist sozusagen, ist ergebnisoffen in dem Bereich. Ansonsten im öffentlichen Sektor, wie gesagt, glaube ich schon, dass auch finanzielle Interessen letzten Endes dafür sorgen können, dass Open Source sich durchsetzt. Aber Microsoft kann sich leisten, Software zu verschenken. Ja, und das ist sozusagen, muss man auch da wieder gegeneinander abwägen. Ja? Anyway, unabhängig davon, meine persönliche Meinung ist, in der Schule sollte man eher lernen zu denken und weniger eben nur Computer umzugehen. Und da, glaube ich, gibt es gewisse Basissachen, dafür braucht man einfach keinen Computer. Ja? Denken muss man immer noch selbst. Und das bleibt auch im Zeitalter von Computern so. Ich weiß nicht, also ja. Ich habe jetzt noch eine Frage zu den Web-Anwendungen, die immer mehr mit dem Desktop verschmelzen werden. Ich finde nämlich, das steht im Gegensatz dazu, dass wir 80% Open Source haben werden, weil die meisten Web-Anwendungen sind nicht Open Source, beziehungsweise können Open Source-Komponenten nutzen, ohne den Quelltext selber freizugeben. Und das wird natürlich immer weiter steigen, gerade zusammen mit dem Ansatz des Secure-E-Mail, was sich im Moment ja herausbildet, dass was die Messaging-Funktion in sozialen Netzen ist. Ich sehe das jetzt in der jungen Generation, die nutzen diese sozialen Netze anstatt E-Mail. Und E-Mail wird irgendwann mit Spam wahrscheinlich ganz wegfallen und zur Anwendung im sozialen Netzwerk braucht man keine E-Mail-Adresse mehr, sondern eine Open-ID. Ja. Also, und damit ist die Frage nach der Open-Source-Anwendung auf dem Desktop-Rechner eigentlich egal, wenn die Web-Anwendung einerseits nicht Open-Source ist und andererseits nur nach dringenden Regeln funktioniert. Mhm. Also, wir haben ja heute auch noch das Fax, insofern glaube ich, also genauso wie das Fax werden wir auch E-Mail weiter haben. Ja, also 2020, da werden wir dann neben Fax eben auch noch E-Mail haben. Also in welchem Maße muss man gucken. Ja, aber ich kann mir auch heute die Welt ohne Fax immer noch nicht vorstellen. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt ja auch die Afero-GPL, also das heißt also durchaus auch Entwicklung, dass man sagt, wenn man Services anbietet im Internet, die basieren wiederum auf Open Source, dann muss man auch diese weiterentwickelten Varianten davon auch offen öffnen. Ja, also sprich den Quellcode eben frei zugänglich machen. Als eine Entwicklung im Lizenzbereich, die darauf versucht zu antworten. Wer sagt denn, dass die Software immer lokal installiert sein muss? Ich kann ja auch Open Source schreiben, die eben genau als Service im Internet letzten Endes bereitgestellt wird. Warum nicht? Das ist ja auch genau das, was eigentlich auf den entsprechenden Plattformen, sei es jetzt Facebook oder auch so andere, ein Stück weit auch entsteht, dass man eben dort APIs zur Verfügung gestellt wird, wo ich dann Software schreiben kann. Und da können ja vielleicht auch mal ernsthafte Anwendungen entstehen. Und die eben über Spielereien hinausgehen. Gerade bei diesem Webmodell steht das ein wenig dem Interesse des Providers im Weg, der als Facebook eben sein Facebook anbietet. Und wenn jeder das machen könnte, dann hätte er jede Menge Konkurrenz.
Wird sich zeigen. Wird sich über die Zeit entwickeln. Also das ist offen. Ja. Ich glaube, aber wie gesagt, man kann jederzeit eben, und das kann auch Facebook keiner, also kann uns keiner verbieten, Software zu schreiben, die letzten Endes als Service irgendwo veröffentlicht wird. Und diese Tatsache allein, glaube ich, reicht, dass sich hier etwas durchsetzen wird. In welchem Umfang? Schwer zu sagen. Ja. Man sieht das ja schon in WordPress. Also vor 2000 habe ich bei einer Firma gearbeitet, da waren Redaktionssysteme irgendwie noch so von wenigen, die das sich realisieren. Von heute habe ich mit WordPress mehr Funktionen als damals 2000. Wird das auch mit der Community? Ja. Also ich glaube auch, auch jemand wie Facebook wird eben eine Community, die auch ihre Plattform weiterentwickelt, als Asset betrachten, als Chance und weniger als Gefahr. Es gibt natürlich welche, die sagen immer, ich will aber nicht, dass du hier in meinem Spielkasten da rumhängst zu sehr. Ja? Du darfst zwar da sein, aber du darfst nicht mitspielen. Das wird sich auf Dauer nicht durchhalten lassen. Ja, also und deswegen glaube ich, muss man bei allen Risiken, die auch für einen Anbieter vermeintlich bestehen, muss er letztendlich einen ansehen, dass die Chancen größer sind als die Risiken. Aber wie gesagt, das muss man auch ein Stück weit abwarten und sehen, wie sich das entwickelt wird. In dem Bereich, glaube ich, ist es schon noch sehr offen und neu, was eigentlich passiert. Ja. Ja, welche Möglichkeiten hat Open Source, sich langfristig vor Ausbeutung zu schützen? Also, dass man auch wieder genug zurückbekommt von denen, die es nutzen. Von großen Firmen, die Profit rausschlagen, dass die auch wieder was zurückliefern. Ja, das ist eine spannende Frage. Also, eins ist natürlich ganz klar, erstmal sich legal, rechtlich absichern, indem man die richtigen Lizenzen benutzt, als Urheber, indem ich sage, so und so soll es sein. Ansonsten glaube ich aber auch, dass es eine hundertprozentige Garantie nicht geben kann. Ja, also es ist, man muss einfach auch sagen, dass natürlich Unternehmen in dem Bereich das hier nicht machen, weil sie eben nette Menschen sind, sondern weil letzten Endes natürlich eben Leute, die dahinterstehen, sagen, die wollen Geld verdienen. Ja, und Closed Source ist, denke ich, oder die Versuchung, einfach wieder sich abzuschotten gegen seine Community, glaube ich, wird über kurz oder lang immer dazu führen, dass man auch merkt, dass man sich selbst ins Knie geschossen hat. Ja, man kann natürlich sagen, es gibt genügend andere Deppen in der Welt und wenn der nicht will, dann nehme ich halt den nächsten, der für mich Open Source weiterentwickelt oder der dann da weitermacht. Aber das wird auch dauernd, glaube ich, kein nachhaltiges Geschäftsmodell sein. Das heißt also, es wird immer Unternehmen geben, die versuchen das. Wir haben auch ein Projekt, wo wir das gerade erlebt haben. Die haben gesagt, also XJS als Beispiel, die haben ja auch gesagt, also jetzt machen wir mal Closed Source. Also jetzt und schon steht man auch als Entwickler da und sagt, ich habe meinen Kunden jetzt was ganz anderes verkauft, was mache ich jetzt? Das Beispiel hat, glaube ich, auch gestern jemand gebracht im anderen Vortrag. Das ist dann ein Problem. XJS, also auch so ein JavaScript-Web-Bibliothek. Da muss man natürlich dann auch sagen, okay, dann muss man mit den Füßen abstimmen und wir gehen halt zu den Projekten, wo wir eben bessere Erfahrungen machen. Ja, man kann auch forken, eben mit dem Release vorher, kann sagen, okay, wir gehen weiter. Aber man kann sich nicht 100% dagegen absichern. Also das Leben ist nun mal lebensgefährlich. Ja, und auch an der Stelle muss man das Risiko einfach ein Stück weit auch eingehen und auch damit leben. Ja. Ein spannendes Thema, was du ein bisschen ausgelassen hast. Was siehst du in dieser Entwicklung bei Patenten? Patente habe ich gar nicht angesprochen, das ist richtig. Das liegt daran, dass ich mich damit ehrlich gesagt nicht wirklich stark auskenne. Es ist ein Problem, ja, also das Intellectual Property, ich glaube, ich hatte das in dem Teaser für den Vortrag auch ein bisschen reingeschrieben. Intellectual Property, also Eigentum an diesen Themen, an Entwicklung. Meine persönliche Meinung ist, es sollte keine Softwarepatente geben. Ich verstehe aber, wie gesagt, auch andererseits Leute, die sagen, hey, ich habe jetzt 4 Jahre an einem Thema geforscht und jetzt möchte ich gerne auch da ein bisschen Return haben dazu. Ja, also das ist, denke ich mal, selbstverständlich. Man kann Denken nicht verbieten und es ist einfach auch da wiederum so, wenn jemand eben über ein Problem nachdenkt, ich bin selbst von Haus aus Mathematiker, deswegen sage ich das so, wenn jemand über ein Problem nachdenkt, dann wird er zu ähnlichen Ergebnissen kommen wie jemand anders. Ja, also das ist einfach so und das passiert einfach auch also wie gesagt, in der Mathematik kenne ich es konkret, es denkt jemand über ein Thema nach, hat eine Lösung, jemand anders denkt auch unabhängig davon darüber nach und hat die gleiche Lösung. Ja, und dann halte ich es also für ein Unding, dass man so etwas patentieren kann. Ja, also es gibt einfach manchmal richtig und falsch. Und in dem Bereich, denke ich,
ist es dann schwierig, sozusagen Wahrheitsgehalt sich patentieren zu lassen. Ja, das ist, aber dennoch, es wird natürlich Methodenverfahren geben und wir müssen gucken, dass die entsprechenden Gesetze vielleicht dann doch angepasst werden. Und das ist eben auch eine Lobbyarbeit, von der ich mir wünsche, dass genau diese Open-Source-Organisationen, die sich rund um große Projekte bilden, diese Lobbyarbeit ein Stück weit machen können. Das wäre für mich eigentlich ein Auftrag, als Entwickler zu sagen, wenn ich schon eine Organisation wie eine Eclipse.org habe oder eine KDE oder andere, dass die eben dieses mit auf ihre Agenda schreiben, zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass das Thema zu unserem Open-Source-Community wohle gelöst wird. Ja, und diesen Auftrag sozusagen, den habe ich noch nicht gesehen, dass der in der Form wirklich angenommen worden ist. In Ansätzen ja, aber mir fehlt da noch ein Stück weit auch, Bewusstsein ist relativ viel da inzwischen dafür, aber auch so eine Marschrichtung, wie gehen wir mit dem Thema auch als Lobbygruppe um? Die kommerziellen Anbieter machen das längst. Open-Source-Bereich ist noch zu schwach ausgeprägt. Ja. Lobby ist jetzt ein gutes Stichwort. Es gibt ja bekanntermaßen diesen IT-Gipfel der Bundesregierung, gab es ja dieses Jahr und nächstes Jahr findet der nächste statt. Was mich da extrem überrascht hat, dass das Thema Open Source und freie Software so gut wie keine Rolle gespielt hat. Also offensichtlich bei der Bitkom noch nicht. Die Bundesregierung hat zwar Nutzer Open Source in den Ministerien, aber auf dieser Ebene wurde es nicht kommuniziert. Würde mich mal interessieren, wie sehen Sie denn die Vision oder wann glauben Sie denn, wird das Thema auf dem, gibt es denn da überhaupt noch einen IT-Gipfel in 2020? Ich weiß es nicht. Also in 2020 wird es einen IT-Gipfel geben. Ich denke, IT wird einfach ein Bestandteil von unserem Leben sein, genauso wie Strom. Ja, ich weiß nicht, gibt es einen Stromgipfel? Wahrscheinlich ja, aber oder Wassergipfel. Das sind einfach Dinge, von denen ich denke, sie sind einfach da, um nicht mehr wegzudenken aus dem Leben. Im Open-Source-Bereich, wie gesagt, denke ich, ist auch genau an solchen Stellen, da fehlt, wo ist die Lobby? Also wo ist derjenige, der als Repräsentant sich vorne hinstellt? Wir versuchen es nach unseren Möglichkeiten, ja, nach unseren Möglichkeiten, ja, aber wir sind eben auch eine sehr, sehr kleine Firma. Ja. Also wir sind, um zu sagen, wir sind unter 10 Leute. Ja. Also da haben wir beschränkte Maßnahmen, um das hinzukriegen im Augenblick. Konkret nach zu Bitkom. Der Bitkom ist ein Interessensverband seiner Mitglieder. Im Moment ist kein einziges Open-Source-Projekt Mitglied in Bitkom. Gutes Beispiel. Deswegen vertritt der Bitkom keine Open-Source-Interessen, weil einfach niemand da ist. Dazu Abstimmungen mit dem Bitkom gehen nach Unternehmensgröße, weil nach Unternehmensgröße Zusammenarbeit geht. Also da bringt es vermutlich auch nicht viel, wenn der KDE e.V. oder so eintritt, der ist einfach zu klein und dann wird dem was zu wenig. Es wäre sicherlich schon mal so gut, aber der Free Software Foundation, so was in der Art, ja. Macht doch, aber die Russe, dass es die Organisation, die genug ist und auch diese politische Agenda hat, dieses Thema voranzutreiben. Ein Problem, die Softwareprojekte haben keine Chance. Sind zu klein dafür. Ja. Da muss ein Dachverband her. Da bietet sich die FSL an, um wirklich diese politische Lobbyarbeit um einen großen Rat sozusagen zu bewegen. Ja. Ein anderer Punkt, den ich halt auch sehe, ist eben, dass ich sage es wieder Open Source, aber das Stichwort Free Software Foundation, das bringe ich da gerade drauf, dass man da immer noch von außen so ein bisschen inkonsistent wahrgenommen wird. Also reden wir über Open Source, reden wir über Free Software und da gibt es dann immer die internen Konflikte, einigt ihr euch doch erstmal selbst. Und damit ist man sozusagen schon mal rhetorisch ziemlich gut kaltgestellt. Ja? Und den Schuh muss man sich als Open Source Community, in Anführungsstrichen, die ja nicht so einheitlich ist, erstmal anziehen. Also da muss man auch schon mal gucken, wie kann man auch an der Stelle so auftreten, dass man nicht eben gleich wieder sagt, einigt euch erstmal untereinander, ja, geht spielen und dann kommt wieder. Ja, das ist sozusagen ein bisschen auch das, was immer noch sehr, sehr schnell passiert und wo ich denke, dass die Zeit reif ist, eben da den nächsten Schritt jetzt auch zu tun. Ja. Okay, weitere Fragen noch? Ja, dann nochmal herzlichen Dank.